Vergewaltigung in Grundschule. Verdächtiger festgenommen. 30-jähriger Grieche soll 8-Jährige vergewaltigt haben. Berlin. Der Mord an einem 11-jährigen Mädchen in Emden hat ganz Deutschland schockiert. Sie wurde am Freitag im Kreise ihrer Familie beigesetzt. Ein bislang als tatverdächtig verhafteter 17-Jähriger wurde inzwischen wieder freigelassen, da sich der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet habe. Nach Erkenntnissen der Ermittler habe er nichts mit dem Mord zu tun. Unterdessen wurde eine weitere Vergewaltigung an einem Kind bekannt. Eine 8-Jährige wurde ausgerechnet in einer Grundschule vergewaltigt, einem Ort, an dem man derartige Verbrechen nicht für möglich halten würde. Das Verbrechen ereignete sich bereits am 1. März, wurde allerdings erst dieser Woche bekannt. Demnach hatte ein Mann eine 8-jährige Schülerin der Grundschule in der Toilette vergewaltigt. Die 8-jährige ging gegen 10 Uhr in eine Pause zur Toilette in einem Nebengebäude. Der Mann folgte ihr, verriegelte die Tür, hielt ihr ein Messer an den Hals und vergewaltigte die 8-jährige. Dabei soll der Täter Körperflüssigkeiten, also einen genetischen Fingerabdruck, hinterlassen haben. Am Freitag nahm ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen 30-jährigen Verdächtigen fest. Die Beamten sollen dem Festgenommenen durch die Funkzellenauswertung seines Handys auf die Spur gekommen sein. Er wird dringend verdächtigt, die 8 Jahre alte Schülerin am 1. März auf der Toilette der Weddinger Humboldt-Hain-Grundschule sexuell missbraucht zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Zivilbeamte warteten am Freitag um 13.10 Uhr vor der Haustür des Mannes im afrikanischen Viertel. Er war gerade vom Spaziergang mit seinem Dobermann zurückgekehrt, als die Verhandler zuschlugen. Im Hausflur nahmen sie ihn fest. Am Morgen hatte ein Richter Haftbefehl gegen den gebürtigen Griechen erlassen. Die Ermittler hatten tausende Mobilfunkzellen ausgewertet. Das Handy des Verhafteten war zur Tatzeit in der Nähe der Schule eingeloggt gewesen. Eine polizeiliche Überprüfung grenzte den Kreis der Verdächtigen weiter ein. Der Verdacht fiel dann auf den 30-jährigen Griechen, weil er bereits seit 10 Jahren als Exhibitionist Polizei bekannt war. Mehrere Zeugen sollen ihn daraufhin auf Fotos wiedererkannt haben. Nach BZ-Information hat auch das 8-jährige Opfer den Mann eindeutig identifiziert. Ob er die Tat mittlerweile gestanden hat, ist bisher nicht bekannt. Nun sollen die Spuren vom Tatort mit Proben des Verdächtigen verglichen werden. Selbst wenn er schweigen sollte, hätten die Ermittler so einen eindeutigen Beweis.